die schlechteste Probeklausur geschrieben in meiner Gruppe. Und ich habe von diesen 15 möglichen Punkten 3 geholt. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Mein Name ist Jamie und wie ihr in dem letzten Vlog schon gehört habt, habe ich diese Woche ein paar Probeklausuren und ich hatte tatsächlich meine erste auch schon. Es hat natürlich direkt gestartet mit Physik. Wie soll es auch anders sein? Ich habe die schlechteste Probeklausur geschrieben in meiner Gruppe und habe auch längst nicht bestanden. Man konnte 15 Punkte erreichen, also man hatte 15 Aufgaben und 45 Minuten Zeit, also genau die Hälfte, wie es dann später in der richtigen Klausur ist. Und ich habe von diesen 15 möglichen Punkten 3 geholt. Das ist natürlich, ja, was soll ich euch sagen? Also ich fühle mich halt einfach sau schlecht. Mir ging es auch danach echt nicht gut. Ich war ein bisschen bedrückt, ich war traurig. Ich habe gedacht, ja, wie soll ich das alles überhaupt schaffen? Aber ich habe das jetzt nur noch mehr als Ansporn genommen. Man muss auch sagen, dass das natürlich auch das Fach ist, was mir am wenigsten liegt. Das heißt, ich glaube, das wird sogar meine schlechteste Probeklausur sein. Trotzdem ist es natürlich immer einfach ein Kackgefühl, wenn man so einfach gleich reinstartet und es gibt einem für die späteren Klausuren auch einfach kein gutes Gefühl. Deswegen war ich ein bisschen sehr traurig, aber ich versuche das als Ansporn zu nehmen. Ich habe schon versucht, direkt jetzt eine Vorlesung zu starten, aber ich wollte mich dazwischen einfach nochmal kurz melden. Ich höre mir eine Vorlesung heute an und werde so viel nacharbeiten, wie ich kann und vielleicht auch für die nächste Probeklausur tatsächlich ein bisschen lernen. Das ist vielleicht gar nicht so dumm. Ich habe nämlich für Physik gar nicht gelernt, das muss man auch nochmal dazu sagen. Man muss auch grundsätzlich sagen, dass in unserem ganzen Kurs von 15 Leuten nur 2 bestanden hätten und das halt auch knapp. Also weil generell der Durchschnitt einfach nicht so gut. Trotzdem gibt es einem natürlich immer ein blödes Gefühl, wenn man trotzdem der Schlechteste ist. Ich weiß, man soll sich nicht mit anderen vergleichen, aber ich meine, das ist menschlich und das ist auch normal. Wir werden einfach sehen, wie die anderen Probeklausuren sich diese Woche verhalten. Ich halte euch dabei auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ich habe morgen Bio- und Chemie-Praktikum, das heißt, da habe ich auf jeden Fall keine Probeklausur. Es ist auch ein ganz langer Tag von 9.45 Uhr bis 17 Uhr. 2 Praktika, die gehen ja immer so im Schnitt 3 Stunden, plus minus. Ich weiß selber nicht ganz genau, wie sich das da berechnet. Heute habe ich meine allererste Physiologie-Vorlesung. Ich habe auch gerade erfahren, dass wir in Physiologie dieses Semester keine Prüfung schreiben, was mich schon mal ein bisschen beruhigt, weil ich weiß, es gibt einfach weniger zu lernen in der Intensität. Immer wenn ein neues Fach kommt, habe ich auch so neue Motivationen, neuen Elan, weil ich mir dann halt denke, so, ich stehe ganz am Anfang dieses Moduls, dieses Fachs. Das heißt, ich kann auch nicht so viel falsch machen, ich kann auch nicht so weit hinterherhängen. Von daher freue ich mich da mal besonders drauf. Und ich fange jetzt einfach direkt an, sonst verplapper ich mich hier schon wieder. Ich habe mir jetzt Physiologie angeguckt und ich muss sagen, ich bin relativ zufrieden. Also mir hat das schon eigentlich Spaß gemacht. Ich muss auch sagen, dass ich das Thema, glaube ich, ganz gut verstanden habe und ich fand, dass der Dozent das auch sehr anschaulich gemacht hat. Aber es war halt sozusagen eine Einführungsveranstaltung. Also es ging halt schon echt ins Thema rein. Aber ich glaube, das ist nochmal was ganz anderes als das, was uns in dem nächsten Semester zum Beispiel erwartet. Von daher gehe ich da jetzt erstmal vorsichtig ran. Aber ich fand es ganz, ganz cool. Und was ich euch noch nicht gesagt habe, ist, dass ich dieses Wochenende nach Paris fliege und zwar ins Disneyland mit meiner Familie. Ich muss mal ein bisschen überlegen, was ich da mitnehme. Es sollen 27 Grad mit Gewitter werden, also perfekt fürs Disneyland. Mal gucken, was ich da anziehe, aber ich begebe mich jetzt erstmal an die Arbeit. Heute Mittwoch und ich weiß, dass ich mich heute jetzt auch nicht mehr vorher persönlich zu Wort gemeldet habe. Das liegt auch wieder daran, dass ich heute wieder in der Lerngruppe gelernt habe und das haben wir
eigentlich schon den ganzen Nachmittag, also ich glaube von 15.30 Uhr bis 21 Uhr. Von daher habe ich da jetzt wieder auch nichts gefilmt. Und ich wollte erzählen, dass ich heute Mikroanatomie-Probeklausur hatte. Die Ergebnisse kriege ich allerdings erst nächste Woche, sonst hätte ich das gerne schon mit euch geteilt. Außerdem habe ich heute noch Anatomie-Seminar gehabt. Da ging es heute um den Fuß und wir haben mal wieder einen klinischen Bezug gehabt. Also wir mussten uns gegenseitig ein bisschen untersuchen am Fuß, haben bestimmte Stellungen eingenommen. Also wir haben unseren Fuß in bestimmte Richtungen bewegt und dann eine Gradzahl festgestellt und bestimmte Tests gemacht, womit man ja einige Dinge einfach klinisch untersuchen kann. Das hat relativ viel Spaß. Und ansonsten, wie gesagt, haben wir heute wieder Anatomie gelernt. Wir wollten den ganzen Oberschenkel wiederholen, das ganze Bein wiederholen, haben aber nur Fuß, Hüfte und Oberschenkel gemacht. Also Unterschenkel haben wir heute nicht geschafft. Da machen wir dann bestimmt nächste Woche weiter. Wir treffen uns immer ungefähr ein bis zwei Mal in der Woche in der Lerngruppe, je nachdem, wie sie es halt anbietet. Dazu habe ich ja schon ein bisschen was im anderen Video gesagt. Das klappt auch immer noch sehr gut und ich bin immer noch sehr dankbar, dass die das mit mir aushalten und mir versuchen, das beizubringen. Ich habe da dann schon die ein oder andere Schwäche, die ich irgendwann noch aufbereiten muss. Aber das sei jetzt erstmal so. Ich entspanne heute den restlichen Tag. Und wahrscheinlich auch tschüss, weil ich glaube, ich melde mich jetzt zum letzten Mal per Bild bei euch, ja, weil ich fliege jetzt am Abend weg und zwar nach Paris und von daher, ich habe halt gleich noch Chemie und dann Makroanatomie, muss von dort dann halt direkt zum Flughafen und habe dann wahrscheinlich keine Möglichkeit mehr, mich per Bild bei euch zu melden. Ich werde versuchen, dann trotzdem ein, zwei Dinge noch zu filmen. Aber das wird dann wohl der abschließende Talk hier mit euch, sage ich mal einfach. Wir haben gleich noch zwei Probeklausuren und ich blende euch dann auf jeden Fall ein, wie es war. Und vielleicht kann ich ja auch noch ein Video dazu aufnehmen. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, was ich da theoretisch... Nächste Woche geht es ja mit den Probeklausuren dann auch ein bisschen weiter. Da werde ich dann auch noch ein bisschen was dazu sagen. Ich freue mich schon ein bisschen auf den entspannten Teil jetzt am Wochenende. Ich habe aber ein bisschen schlechtes Gewissen. Ich habe nämlich nicht geschafft, alle Vorlesungen jetzt für diese Woche zu hören. Muss ich dann halt nächste Woche nachholen, weil ich dort ja nicht wirklich Internet habe im Flugzeug. Also man kann die Vorlesungen meines Wissens jetzt nicht downloaden, also die Aufnahmen von den Dozenten. Und von daher ist das ein bisschen schwierig nachzuarbeiten. Vielleicht schaffe ich ja das doch irgendwie im Flugzeug, aber ich denke eher weniger. Von daher werde ich, wir fliegen ja auch nur 1,5 Stunden, das ist ja auch nicht so viel, aber ich versuche trotzdem im Flugzeug dann irgendwas zu machen. Ein schlechtes Gewissen habe ich aber ehrlich gesagt trotzdem. Also mir fehlen noch 4 Vorlesungen diese Woche. Und 3 oder 4 und die muss ich dann halt nächste Woche nachholen. Und das Problem ist ja, dass dann nächste Woche wieder neue Vorlesungen kommen. Und dann bist du halt immer eine Woche im Verzug oder ein paar Tage. Und das stört mich halt schon ein bisschen, weil ich es wirklich gut geschafft habe, in der Woche immer alle Vorlesungen zu hören für die Woche. Und da war ich ein bisschen stolz drauf. Das muss ich jetzt leider ein bisschen brechen. Aber ja, schlimm wird's nicht. Wir haben ja 2 Wochen Zeit, eigentlich die Vorlesungen zu hören. Aber man hat dann trotzdem immer so ein bisschen so dieses Gewissen von, eigentlich sollte ich das ja diese Woche hören und jetzt habe ich es nicht gemacht. Aber so schlimm wird es, glaube ich, trotzdem nicht.